Wataru Endo, was ist das denn für eine Bude? Wo holt er denn den raus? Ah, Ball runter. Ja, Abschluss. Ans Außennetz von Player. Das geht Abschluss. Jetzt langer Ball. Der kommt richtig gut auf Massimo. Geile Ballannahme. Runter auf Kalajdzic. Ah, der bleibt hängen. Schade, er bleibt hängen. Das war eine Top-Ballannahme von Massimo. Und Top-Ball nach vorne. Schade. Kalajdzic will noch an ihm vorbeigehen. Bleibt hängen. Na, Sosa verliert den Ball. Was? Das pfeift er nicht an Kempf. Player, Rückpass. Abgefangen. Kramer. Ball lebt noch, reingechippt. Stindl, 1:0. Stindl 1:0, aber ich will diese Szene mit Kempf nochmal sehen. Es ist halt ein Mischmasch aus ein bisschen Ausrutschen und ein bisschen Gladbacher Gegner. Und dann da auch unglücklich. Ball kommt rein, Karasu grätscht rein, legt natürlich nur perfekt Kramer vor. Der tänzelt ein bisschen, Flanke kommt, dann trifft ihn halt auch Stindl top mit dem Volley. Natürlich ein maximal beschissener Zeitpunkt, ne? Quasi mit dem Halbzeitpfiff des 1:0. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist bisher ein recht ausgeglichenes Spiel. Für mich hat es hier keine VfB-Führung und auch keine Gladbach-Führung verdient bisher. Deswegen sehr schade. Damit, da ist auch schon der Halbzeitpfiff. Also für mich musst du im Normalfall hier mit 0:0 in die Halbzeit gehen. Sehr, sehr unnötig. Ja, Freistoß kommt. Boah, den hat Kobel. LW lässt ihn drüber, streicht über den Kopf und dann in der langen Ecke links unten hat ihn Kobel und sogar sicher, hat ihn mit beiden Händen. Förster, Castro, hoch auf Chulinov. Ja, Kobel vorbei, runter auf Förster. Ja, Endo. Boah, Wataru Endo, was ist das denn für eine Bude? Wo holt er denn den raus? 1:1. Huhuhui. Eieiei. Aber mal komplett anhaltslos. Komplett ansatzlos. Geiler Typ, da grinst der Materazzo sich einen rein, ey. Wunderschönes Ding. Schulinov fliegt zurück. Förster. Dann Endo, eine Drehung. 17, 18 Meter, zack. Aus dem Stand quasi unter die Latte reingenagelt. Nicht zu halten. 1:1. Was eine geile Bude. Und von wem? Wataru Endo. Wahnsinn. Wahnsinn, Digga. Wo, ja genau, wo holt er denn den raus? Ich wusste nicht, dass er so ein Ding in seinem Repertoire hat. Wahnsinn. 1:1. Sehr geil. Hochverdient. Das hieß da auch, wie sich der Trainer, wie sich alle drumherum gerade für Endo extrem viel freuen. Sehr geil, 1:1. Jetzt geht's gerade noch der nächste Angriff. Ja, Kalajdzic. Massimo. Huh. Aufs kurze Eck. Direkt nochmal eine Strafraumszene gehabt. Uiuiui. Aber das Unentschieden ist, wie gesagt, für mich das verdiente Ergebnis bisher. Und jetzt haben wir's. Oh, Player legt schön ab auf Lazaro. Der war auch gerade frisch eingewechselt und den jagt er zum Glück am linken Pfosten vorbei. Also aus seiner Sicht. Top-Ablage vom Player und den Jagd da links vorbei. Auf einmal fängt das Spiel an zu leben hier. Bei Gladbach kommen Zakaria und Embolo. Die müssen ja nochmal ein bisschen Gas geben. Die brauchen den Sieg hier eigentlich sehr. Um diesen siebten Platz. Castro mit dem Eckball. Jetzt vielleicht einer für Kalajdzic. Die Ecke kommt. Ball kommt zurück. Castro nochmal. Ball zurück auf Stenzel. Abschluss. Abgefälscht! Wir führen in Gladbach. Stenzel. Abgefälscht. Aus ähnlicher Lage wie von Endo vorhin. 17, 18, 19 Meter vom Tor. Abgefälscht. Flach. Rechts unten bei Sommer eingeschlagen. Wir führen in Gladbach. Wir drehen das Spiel. Innerhalb von wenigen Minuten. Letztes Tor von Stenzel, sagt der Kommentator gerade 2017. Hier. Abgefälscht. Ja, entscheidend abgefälscht von Ben Sabaini, so wie es aussieht. Unhaltbar da natürlich. Wahnsinn. Wir drehen das Spiel in Gladbach. Nee, war vielleicht sogar Kalajdzic. Guck mal, wem das Tor am Ende zugetragen wird. Ist auch am Ende egal. Wir haben das Spiel gedreht. Wir führen 2:1 in Gladbach. Wie bockstark ist das denn? Wie bockstark ist das denn bitte? Wir führen in Gladbach. Was ist denn hier los, Digga? Wir führen in Gladbach. Wir führen in Gladbach mit 2:1.
Und zack, da kommen die Conference League Träume wieder hoch, Kappa. Wir führen 2-1 in Gladbach. Durch Tore, ich meine gut, Kalajdzic ist vielleicht das Zweite, ich nehme es erstmal noch als Stenzel für meine Argumentation. Durch Tore von Leuten, die normalerweise keine Tore schießen. Endo und Stenzel, Schrägstrich eben Kalajdzic. Wilder Spieltag im Abstiegskampf. Boah! Gute Parade. Gute Parade von Kobel. What the fuck, Junge? Luis, bist du geisteskrank oder was? Luis, bist du ganz wild unterwegs? Holy shit! Digga, Luis! Mach weiter, VfB ein Leben lang über Generationen. Bin Mitglied seit 1993. Habe 10.000 Kilometer für die Schwaben gemacht. Grüße aus Würzburg. Digga, Grüße gehen zurück, Junge. 50 Euro! Holy shit, Luis, Mann! Ich glaube, ich kann mich gar nicht oft genug dafür bedanken. Deswegen will ich jetzt auch hier irgendwie nicht 50 Mal am Stück Danke sagen, wie so ein Bekloppter. Aber seid ihr sicher, dass das krass ist, Digga? Holy shit, Mann. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Luis. Vielen, vielen Dank, Mann. Da will ich jetzt irgendein Herzchen-Spam oder sonst was sehen. Am besten an die Leute, die hier Mitglieder sind auf dem Kanal. Genau, Herzchen-Spam. Irgendwelche Herzchen, irgendwelche Mitgliedergeschichten rein. Holy shit, Luis. Krass, Mann. Vielen, vielen Dank, Mann. Also die Versaufangst hast du nicht, weil ich kein Alkohol trinke. Die hast du schon mal nicht. Sei dir sicher, das Geld bleibt bei mir so liegen, dass ich das für YouTube-Geschichten einsetze. Für irgendwelche, was weiß ich, Equipment-Geschichten, irgendwelche Abos, die ich für Videobearbeitung und so weiter brauche. Das wird alles schon in die YouTube-Richtung gelagert, was hier irgendwie an Geld zusammenkommt auf YouTube. Sei dir dem sicher. Hamadi Al-Ghadoui kommt rein. Jawohl. Hamadi kommt. Hamadi Al-Ghadoui kommt für die Davi und Al-Ghadoui kommen. Förster geht raus und ich tippe dann auch auf Kalajdzic, ne? Ja, Kalajdzic geht raus. Jetzt noch ein Tor von Hamadi Al-Ghadoui und ich kann hier heute Abend für nichts mehr garantieren, Jungs. Jetzt noch ein Tor von Hamadi Al-Ghadoui und ich kann heute Abend für absolut gar nichts mehr garantieren. Ah, Jungs, kämpfen, Jungs. Jawohl. Oh, Ellenbogen im Gesicht, Freistoß für Gladbach. Ist es jetzt nicht sogar die fünfte von Endo? Ja, fünfte gelbe, Endo fällt nächste Woche aus, perfekt. Ah, ist da zum Kotzen, Digga. Aus dem Mittelfeld von Mangala und Endo nur noch niemand übrig. Chill, Digga. Matarazzo hat sich aufgeregt, bekommt auch eine gelbe Karte. Jetzt nochmal ein langer Bein nach vorne. Ja, Kempf schlägt es aus, sehr stark. Er pfeift ab! Er pfeift ab, Mann! Wir gewinnen bei Gladbach mit 2-1. 0,7x Goals für Gladbach, 0,6 für uns. Bin ich ehrlich, das faire Ergebnisse wären unschieden gewesen, aber was für ein Achtungserfolg in Gladbach. Wahnsinn. Und damit tatsächlich, weil jetziger Stand ist, dass der Rest so ausgegangen ist, geht es am letzten Spieltag für 4 Teams um Platz 7.